Antonio Metzner, die wenigen Aufbauhelfer, die hier in der Halle, die machen ordentlicher Lärm hier gerade für dich. Fühlt sich ganz gut an, oder? Ja, kann so weitergehen, also ja. Hättest du nach der ersten Halbzeit gedacht, dass die dich am Schluss heute feiern? Nee, also nicht mich speziell, aber ja, ich find's geil. Also nach der ersten Halbzeit sah ja ein bisschen so aus, als würde das ein enges Spiel werden. Und in der zweiten Halbzeit hatte man dann auch ziemlich viel Grund zum Feiern. Wir haben vor allem eingesehen im Rückraum, das war ja sensationell. In der ersten Halbzeit hat man das Gefühl gehabt, der Rückraum hat gar nicht stattgefunden. Und dann in der zweiten Halbzeit Simon Jeppson 6 Tore, Antonio Metzner 5 Tore. Und was mich besonders gefreut hat, irgendwie Sebastian Firnhaber, ja, auch der 8 Dinger gemacht. Und obwohl er den Ball mitten im Gesicht hatte, danach wunderbar weitergespielt. Ja, eigentlich ist das ja meine Sache, so mit im Gesicht einen Schlag abkriegen, ne? Aber ja, ich glaube, das hat ihn auch noch mal ein bisschen angefixt. Schön das Gesicht durchblutet und dann kann es weitergehen, ne? Das Gesicht ordentlich durchblutet, sehr schön gesagt. Jetzt bist du im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Schaust du ein bisschen öfters zurzeit auf dein Handy? Nö, nicht öfter als sonst. Also ist eigentlich jeden Tag, gefühlt 24 Stunden. Ja, und Antonio, auch dir viel Erfolg bei den Eulen. Das Kampfspiel, was wir gesagt haben, das steht uns bei den Eulen bevor. Und am Donnerstag sehen wir uns bereits wieder hier gegen Balingen. Wie viele Punkte holt ihr aus den 3 Spielen? Am besten alle. Am besten alle, also. Wir werden ihn beim Wort nehmen. 6 Punkte verspricht uns Antonio Metzner. Ob er damit Wort gehalten hat, sehen wir am kommenden Donnerstag hier live bei uns hier auf Facebook oder natürlich auf Sky. Herzlichen Dank, Antonio. Viel Erfolg weiterhin. Ja, und wir sehen uns demnächst hier wieder oder hört rein in den neuen Podcast beim HC Erlangen. Danke euch für euren Besuch.